Seufert gründete vor 5 Jahren in der Rhön seine Brauerei Paxbräu, war davor in der ganzen Welt unterwegs, in Vietnam und in Russland und in Südkorea, kam dann aber in die Rhön zurück, um sein Bier zu brauen in einem Kuhstall nur für die Leute aus der Umgebung. Heute funktioniert das nicht mehr, denn Paxbräu ist in ganz Deutschland sehr bekannt. Schon. Dieses Bier ist sehr dunkel, man kann kaum durchschauen. Das Imperial Chocolate Mint Stout heißt nicht umsonst so, es riecht tatsächlich auch nach Minze. Aber trotzdem hat es auch ein bisschen was von Coca-Cola im ersten Augenblick. Dann schmeckt es aber auch nach gerösteten Körnern und nach After Eight. Dieses Bier passt zu Braten, Truthahn, Creme Brûlée, Panna Cotta oder auch Filet Wellington im Brotmantel. Es ist einfach zu vielen Gerichten das perfekte Bier.